Weißt du, was jetzt cool wäre? Wenn wir einen Fachmann da hätten. Und noch cooler wäre es, wenn es ein Torwart wäre, der mal für den SV Werder Bremen gespielt hat. Moin zusammen, kann ich euch helfen? Eingedacht. Die Werder-Show. Und damit herzlich willkommen, eingedeicht die Werder-Show mit mir, Timo Strömer, und heute wieder mit Björn Knips, dem Rafa Gikiewicz der Deichstube. Sehr leidenschaftlich und auch eklig. Hi, mein Björn, schön, dass du dabei bist. Bist gut drauf? Ja, danke für die super tolle Begrüßung. Sehr, sehr gerne. Kurzer Soundcheck oder haben wir heute wieder... Ein Knacken in der Leistung, Leitung. In der Leistung hoffentlich nicht, aber Coach, alles okay? Was macht der Ton? Das Audio-File funktioniert auf jeden Fall. Cool, dann kannst du ja endlich losgehen. Wir haben heute wieder einiges vor. Wir verraten, welchen Gag Niklas Füllkrug vor dem 13-0-Sieg gegen den VfL Bochum im Mannschaftskreis rausgehauen hat. Also möglicherweise, vielleicht, ganz eventuell. Wir lösen auf, wer das von Ivan Klasnić signierte Philipp-Trikot gewonnen hat. Zudem haben wir eine ganz besondere Verschenkung heute im Programm und wir sprechen mit Ex-Werder-Torwart Sebastian Mielitz darüber, wie ein Torwart denn in 2023 sein muss. Der Mann hat Champions League gespielt, nicht vergessen. Also stellt euch bitte ein auf eine 45 Minuten Feuerveranstaltung. Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Jüst. Es sind übrigens eigentlich nie 45 Minuten, wir sind eigentlich immer drüber. Bodenlos. Wie so oft in ganz vielen anderen Bereichen auch. Aber Björn, lass uns mal wirklich anfangen. 13-0 gegen den VfL Bochum. Die Werder-Welt schwer in Ordnung, oder? Sehr, sehr positiv und cool. Und gut. So soll es sein. Ja, besser konnte man sich das gar nicht malen. Ne? Also das Spiel war jetzt nicht so dolle, aber es ist ja Wumpe. Hauptsache, du gewinnst 3-0. Hast die drei Punkte eingesetzt. Und immer dann, wenn man so denkt, ah, jetzt könnte es knifflig werden, jetzt rutschen sie vielleicht doch mal wieder unten rein und es ist doch nicht alles so positiv, wie wir das dieses Jahr so miterlebt haben, dann hauen sie wieder einen raus, ne? Dann ja. Füllkrug trifft, Dux trifft. Geht ja eigentlich besser. Niklas Schmidt freut man sich ja auch besonders für, ne? Absolut. Muss man sagen. Ja. Also, ja, und vor allem nach diesem, ja, so ein bisschen Stress war doch nach dem Spiel, ne? In Frankfurt, so Füllkrug sich ein bisschen aufgeregt. Ja, ein bisschen hektisch heute hier. Ja, gegen Eintracht Frankfurt kannst du mal verlieren. Passiert dem Besten. Jetzt hat der SV Werder Bremen satte 30 Punkte auf dem Konto. Willst du einen Haken dran machen an den Klassenerhalt? Ja, wie groß darf der Haken sein? Wir machen hier keine Haken dran. Ne? Das wird dir immer noch wieder aufs Brot geschmiert. Haken, keine gute Idee. Ich lasse dich damit heute auch in Ruhe. Wenn die 40 Punkte, selbst dann. Ja, wir sind da mittlerweile einfach ein bisschen vorsichtiger. Dir, Björn, ist ganz bestimmt aufgefallen, dass Niklas Füllkrug, ich habe es ja schon angeteasert, einen Witz im Mannschaftskreis vor dem 13-0-Sieg gegen den VfL Bochum gemacht hat. Da haben sich alle tierisch abgebückt und die Stimmung war ganz offensichtlich sehr, sehr gut danach. Ich habe gehört, wurde mir zugetragen, ich könnte mir vorstellen, welchen Witz Niklas Füllkrug gemacht Echt? Hat. Willst du ihn hören? Ja, klar. Ist einer meiner absoluten Lieblingsgags. Und ich versuche den jetzt mal zu performen, sodass wir alle daran vielleicht ein bisschen Spaß haben. Okay. Puh, also ich stelle mir vor, wichtiges Spiel, Niklas Füllkrug im Mannschaftskreis. Leute, wirklich ganz, ganz wichtig, da ist Druck drauf. Wir müssen heute gewinnen. Deswegen die Frage in die Runde. Can you perform under pressure? Bitten kurz hat. Ah, Queen, immer schwierig. Ich könnte Bohemian Rhapsody versuchen. Fandst du nicht gut? Ja, nee, super. Jetzt werde ich verstehen, warum wir so gelacht haben. Ja, ich glaube auch. Das Geheimnis gelüftet. Ja, so könnte es gewesen sein, vielleicht aber auch nicht. Andere Variante, auch das wird mir zugetragen. Und man, ja, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen, welche Version stimmt denn nun? Die andere Möglichkeit ist, dass Niklas Füllkrug, der ja alle Folgen guckt. Weil ich es einfach liebe, weil ich Spaß dran habe und ja. Habe ich gehört, vielleicht, möglicherweise. Hat sich daran erinnert, dass wir hier dieses Disco-Pogo-Dinge-Ding hatten. Disco-Pogo-Dinge. Alle Herzen singen. Disco-Pogo-Dinge. Alle Herzen singen. Daraufhin ist Niklas Füllkrug, womöglich vielleicht ganz eventuell, in den Mannschaftskreis gekommen und hat gesagt, ja, habt ihr das gesehen? Lustig, ne? Aber viel, viel cooler wäre das doch, wenn Ole Werner irgendwie was mit Beinhart macht und Dinge. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Würde dann ganz genau so klingen. Wir reiten easy über Berg und Tal. Stoppen kann es nur ein Begrenzungsfall.
Dinge. Beinhard wie ein Rocker. Beinhard wie ein Schopper. Beinhard wie ein Tieferspieler. Beinhard. Geht das ab hier? Schön, das finde ich aber richtig gut. Das ist gut geworden. Ja, 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 ja. Ja, tatsächlich haben wir mehrere Einsendungen bekommen. Einsendungen sind es in 2023 ganz bestimmt nicht mehr. Hinweise von der Eingedeicht-Community, die gesagt hat: Ey Leute, ist ja lustig hier, Dinge, aber eigentlich muss es doch dieses Beinhardteil sein. Und so ist es dann auch gekommen. Du hast wohl einen nassen Helm. So dürfte es wahrscheinlich gewesen sein. Und deswegen liegt nach Schmidt ich weiß und Co. nicht. Sich tierisch abgebückt. Ein Spaß beiseite. Ja, nee, einmal noch, oder? Weil es so schön war. Einmal spielen wir es noch ab. Jo, mal sehen. Ja, immer feuerfrei. Wir reiten easy über Berg und Tal. Stoppen kann es nur ein Begrenzungsfall. Dinge. Beinhard wie ein Rocker. Beinhard wie ein Schopper. Beinhard wie ein Tieferspieler. Beinhard. Geht das ab hier? So, aber jetzt wirklich Spaß beiseite. Ich würde sagen, erstmal ein Gedeck, Björn. Das ist ja auch kein Spaß, ne? Da ist ein bisschen was vorbereitet. Ich mache die Biere mal auf. Eins für mich auf den Computer abstellen. Das ist ein guter Plan. So, und das andere für dich. Dankeschön. Bitteschön. Darf ich bitten, Kurt? Ja, that's good. Na, Prost, trinken wir erstmal, ne? Cheers. Ja, geht um diese Uhrzeit überraschend gut. Erschreckend. 8 Uhr haben wir oder was haben wir? Verraten wir nicht? Nein. Aber es ist noch hell. Es ist noch so hell draußen. Viel darf verraten werden. Und weil die gleich noch den Schnaps hinterher. Weil die Stimmung so gut ist, ja, gibt es den kurzen noch hinterher. Wohlsein, mein Lieber. Jawohl. Auf den Werder-Sieg. Mm. Oh. Puh. Ja, der ist auch sehr, sehr lecker. Schwerst. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Wir schauen eigentlich regelmäßig auf die Tabelle. Hast Bock auf die Tabelle zu schauen? Sowas von, also der Tabelle. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht. Und da ist sie auch schon, der SV Werder Bremen auf Platz 9 mit jetzt satten 30 Punkten. Und wir schauen mal ein bisschen nach oben. Da steht ganz oben der FC Bayern München mit 46 Zählern, punktgleich mit Borussia Dortmund vor Union Berlin. Die Berliner haben 43 Punkte, RB Leipzig 42. Fast egal, weil wir schauen natürlich auch nach unten und sehen auf Platz 15 der VfB Stuttgart mit 19 Zählern, punktgleich mit Hoffenheim auf Platz 16 auch 19 Punkte, Bochum auf Platz 17 auch 19 Zähler, schlusslich der FC Schalke 04 mit 16 Punkten. Klar sehen wir die Tabelle auch und wir wissen auch, wie viele Punkte wir Abstand haben zum Relegationsplatz und sonst was. Das ist ja auch kein Geheimnis, darüber reden wir auch. Niklas Stark war das und der hat gesagt, ist nämlich sehr wohl Thema, die Tabelle beim SV Werder. Also soll der Markus Anfang weiterhin nicht drauf schauen. Der SV Werder schaut sehr wohl drauf. Und ja, sind wir natürlich bei dem Thema, dass 30 Punkte ja schon sehr komfortabel sind. Oder Björn? Das sind super. Nach 22 Spieltagen würden andere Clubs gerne haben. Wenn du mal guckst, Schalke hat etwas mehr als die Hälfte. Wobei, die sind auch wieder im Rennen. Damit hätte man jetzt auch nicht gerechnet. Wahnsinn, oder? Ja, weil die anderen da unten ja auch gar nichts holen. Das ist schon krass. Schalke wird hier heute noch irgendwie Thema sein. Kommen wir später zu. Okay, spannend. Würdest du dich freuen, wenn Schalke drin bleibt? Ja. Ja? Ja, ich mag Schalke. Ich finde, das ist wie gehören genauso in die Bundesliga. Also nicht ganz so viel wie Werder natürlich, aber. Ja, natürlich nicht. Aber ich fahre da gerne hin. Da ist immer was los. Die Leute leben und lieben diesen Club. Mag ich diese Traditionsvereine. Dann stellt sich auch für mich die Frage. Können jetzt alle Vereine durchgehen, machen wir natürlich nicht. Aber wie sieht es denn mit dem FC Augsburg aus? Brauchst du die in der ersten Liga? Ich muss das mal, da muss ich ausholen bei der Geschichte. Nächster Gegner. Ja, nächster wichtig. Gegner. Die sind ja schon echt lange in der Bundesliga, über 10 Jahre. Ne? Das ist, man glaubt es gar nicht. Kriegst du nicht weg. Und die ersten Jahre bin ich da total gerne hingefahren. Also die Menschen dort total nett. Die sind auch, die meisten doch nett geblieben. Ganz bestimmt. Aber ich super, stand da war es immer so diese Puppenkiste. Und die waren so, oh, den Club mochte man eigentlich. Ob man die jetzt gebraucht hätte in der Bundesliga, eine andere Geschichte, aber man mochte die. Das hat sich aber in den letzten Jahren rabiat verändert. Warum? Ja, weil die einfach ekelig geworden sind, wie die Fußball spielen und die Verantwortlichen da, die nutzen auch wirklich jede Gelegenheit aus, um irgendwie da noch
das letzte Prozentchen rauszuholen, immer am Rande der Legalität eigentlich schon drüber und wie die sich so am Spielfeld dran verhalten. Oh, ich mag das nicht. Ich mag diese letzte Nummer, das war dann so das letzte Tropfen. Damit sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich Rafa Gikiewicz, schwieriger Name. Wollen ein bisschen zurückblicken. Wir erinnern uns im Hinspiel, da hat er sich das mit den Werder-Fans verscherzt, würde ich sagen. Obwohl, so lustig war es eigentlich gar nicht. Die waren auch nicht nett, muss man auch sagen, weil ich so gehört habe, was der sich hat anhören müssen. Auslöser des Ganzen war der Elfmeter, den Marvin Ducksch letztendlich verschossen hat. Und Rafa Gikiewicz hat diesen Elfmeterpunkt manipuliert. Hat da ein bisschen auf rumgetreten, hat den Unruhm gemacht. Ja, das ist einfach sowas von unsportlich und dafür gehört man meiner Meinung nach mindestens eine Geldstrafe, eigentlich eine Sperre. Ist aber nichts passiert, ne? Nein, ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Und wir erinnern uns dann, viele Werder-Fans, einige Werder-Fans wollten dann dem FCA-Keeper den Kragen. Naja, also, der hat ja auch ein bisschen provozieren sie auch nochmal. Das kommt mir wieder dazu. Der ist ja davor schon, so sagt er selbst, beschimpft und beleidigt worden. Mhm. Ich habe Leute gehört, die da wirklich auch dazwischen standen und die haben gesagt, das war nicht schön, was davor passiert ist, was da aus dem Block kam, was der sich anhören musste vor der Ostkurve. Mhm. Ja, und dann hat er denen das halt zurückgezahlt. Ne? Wenn ich so einen Elfmeter halte, das, weißt du, damit kann ich ja noch mehr leben, auch wenn das natürlich keine clevere Idee ist, so kurz vor Schluss, vor der gegnerischen Kurve, sollte sich ein Fußballprofi im Griff haben. Aber das kann ich noch so gerade eben. Ne? Aber das hat natürlich, also diesen Elfmeterpunkt dazu. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben kleinen Einspieler, wie Rafa Gikiewicz selber sich an die Situation erinnert. Ja, ich hatte schon die Bremen-Spiel vergessen. Was war da? Ah, Elfmeter habe ich gehalten, ja, stimmt. Schwierig zu sagen, ohne Emotion kannst du auf Couch sitzen zu Hause. Also Gikiewicz sagt, ja, wer mit den Emotionen nicht umgehen kann, er soll das halt zu Hause auf dem Sofa machen. Du, die konnten ja auch damit nicht. Also die sind ja auf ihrem Sofa nicht geblieben, sondern sind direkt auf ihn zugestürmt, wenn er das Netz nicht gewesen wäre. Und also das ist schon... Ja, schon eine heikle Nummer. Nein, darf er nicht machen. Finde ich auch. Ich finde den Typen auch, boah. Eigentlich mag man ja solche Typen, ne? Björn, genau. Darauf will ich nämlich hinaus. Ich glaube nämlich, wenn du selber so einen Typen, so einen Verrückten, einen, der auch regelmäßig drüber ist, in der Mannschaft hast, dann findest du das geil. Ja, Tim Wiese haben wir auch alle geliebt für seine Sachen mit den Gegnern. Also was hat er denn was hat er die Leute heiß gemacht? Ja. Und deswegen, ja, stelle ich mir die Frage, ob nicht ein Torwart auch so sein muss, sein sollte und ob ich das nicht auch ein bisschen geil finde. Mache ich mich jetzt hier bestimmt ein bisschen unbeliebt mit, aber seid doch mal ehrlich, horcht doch mal in euch rein. Wenn das euer Torwart wäre, würdet ihr das doch auch abfangen. Das ist Fußball, das ist nicht Tanzen oder ich weiß nicht was. Aber trotzdem nicht. Scheiße, den Elfmeterpunkt da kaputt zu machen. Und dafür muss dann, das ist einfach nicht in Ordnung. Aber diese Provokation darüber hinaus und auch hier den Psst zu machen und so in die Kurve. Gehört das dazu? Ja. Finde ich jetzt nicht ganz so. Also muss er ja selber wissen, darf aber auch nicht rumjammern, wenn er jammert ja hinterher auch rum, dass er beschimpft worden ist. Er macht es ja dann auch nicht besser. Also geht ja auf die gleiche Ebene. Also weiß ich nicht. Find Sinn. Ja, ich glaube tatsächlich, der SV Werder Bremen hat da noch eine Rechnung offen. Wir bringen ja jetzt auch ein bisschen Schärfe rein in die ganze Nummer. Absolut. Ich glaube, das werden die Spieler noch wissen. Also das, ich fand es neulich so lustig, als der Elfmeterpunkt dann bewacht worden ist. Ne? Ja, genau. Tatsächlich hat sich dann Duxchi hingestellt und gesagt, hier Elfmeterpunkt, unser Bereich, da darf keiner mehr ran. Und Lücke für Krug hat ihn dann reingenagelt. Welches Spiel war das? Ich weiß es nicht mehr. Irgendeins der letzten, ne? Ja, genau. Irgendeins der letzten. Hier immer alles investigativ eingedeicht. Ja, wir haben das voll im Griff. Wir haben alle Fakten immer voll am Start. Ich stelle mir jetzt trotzdem die Frage, ob nicht ein Torwart, wiederhole ich mich, vielleicht in 2023 so sein muss. Oder wie muss ein Torwart denn in 2023 sein? Was muss ein Torwart denn mitbringen, Bundesliga tauglich zu sein, ganz oben mitzuspielen und eben einfach ein geiler Keeper zu sein. Und weißt du, was jetzt cool wäre? Wenn wir einen Fachmann da hätten. Wenn wir jemanden da hätten, mit dem wir über das Torwartspiel an sich im General ein bisschen quatschen könnten. Und noch cooler wäre es, wenn es ein Torwart wäre, der mal für den SV Werder Bremen gespielt hat. Das wäre doch gut, oder? Ja, und der vor allem immer noch spielt, weil er schon so Lichtjahre weg ist davon. Richtig, richtig. Also auch noch Praxiserfahrung vorweisen kann. Ja. Und der auch hier sein kann und nicht zugeschaltet werden muss. Fällt mir erstmal keiner ein.
Moin zusammen, kann ich euch helfen? Hä? Das ist ja gar nicht. Das ist ja ein Ding. Sebastian also, Wieles. Mein Herr. Wie bestellt. Oh, da bist du uns erstmal eigentlich. Herzlich willkommen. Hi. Super, Wieles, grüß dich. Schön, dass du da bist. Setz dich, wir rücken mal ein bisschen durch. Wir machen mal ein bisschen Platz hier. Sebastian Mielitz vom VfB Oldenburg. Herzlich willkommen. Geil, dass du da bist, Miele. Wir haben gerade über den SV Werder Bremen natürlich gesprochen und über die Torhüterei, sagt man, glaube ich, so im Allgemeinen. Ich will ganz kurz erklären, Miele, wie wir uns damals kennengelernt haben. Kannst du gerne machen. In der Sauna nämlich. Das stimmt, ja, das stimmt. Wir beide im Trainingslager mit dem SV Werder Bremen. Ich als kleiner Praktikant, du als Nummer 2 hinter Tim Wiese, meine ich. Ich glaube, ich war Nummer 4. Ja. Nummer 3 okay. Oder Nummer 4. Ja, wir waren beide noch sehr jung, meint man gar nicht. Und waren wir zusammen in der Sauna mit Kevin Schindler und haben uns ausführlich unterhalten. Sonst das stimmt, natürlich nichts. Also, und jetzt sitzt du hier, finde ich sehr, sehr geil. Schön, dass du da bist. Wir haben eben über das Torhüterspiel an sich gesprochen. Wir starten mal ganz easy rein, Miele. Wie findest du Rafa Gikiewicz? Da stellst du natürlich gleich eine gute Frage. Ne? Wenn ich natürlich das... Ja, das Hinspiel von Werder sehe, natürlich als Werder-Fan, natürlich, ja, schwierig zu bewerten, ne? Aber als Torwart an sich gesehen, ist er, glaube ich, ein guter Bundesliga-Torwart, spielt jetzt schon über mehrere Jahre bei Augsburg. Aber, wie gesagt, ist wichtig, dass Werder die 3 Punkte holt und ist auch egal, wer dort im Tor steht. Hoffen wir, dass es so wird. Aber muss ein Torwart vielleicht in 2023 oder überhaupt so ein bisschen eklig sein, sind ja oft verrückte Typen, sagt man zumindest so. Ich glaube, die Mischung macht's. Ja. Es gibt solche und solche Typen. Ich war immer eher oder bin immer eher der ruhige Typ, sachliche, versuche im Spiel immer alles rauszulassen. Dann gibt es natürlich auch die Extrovertierten. Ich glaube, da zählt er mit hinzu, der Rafael. Aber wie gesagt, ich glaube, die Mischung macht's. Entscheidend ist, dass man die Bälle hält. Das stimmt. Du bist ein ganz lieber Kerl. Ich glaube, da würde mir keiner widersprechen. Du bist jetzt eben, das hast du ja auch schon gesagt, nicht der Typ, der jetzt mal jemanden irgendwie ein Ohr abgebissen hat oder so. Ne? Du hast es eher mit deiner ruhigen Art versucht zu lösen regelmäßig und bist damit gut gefahren oder hättest du dir aus deiner Sicht auch mal gewünscht, vielleicht auch ein bisschen aggressiver zu sein oder brauchtest du das vielleicht gar nicht? Ja, im Nachhinein kann man immer andere Sachen bewerten natürlich. Als Torwart musst du manchmal auch ein Schwein sein. Mhm. Vielleicht hätte ich das ein bisschen mehr auch leben müssen, aber ich bin mit mir im Reinen. Ist alles gut, so wie es gelaufen ist. Ich habe meinen Traum damals verwirklicht, habe bei meinem Verein, bin die Nummer 1 gewesen bei Werder Bremen und natürlich wäre ich froh, wenn es ein bisschen länger gewesen wäre, aber so ist der Fußball und ich bin froh, wie alles gelaufen ist. Warst du denn mal ein Schwein? Jetzt kannst du es raushauen. Hier kannst du alles erzählen, Miele. Ich glaube schon, dass ich auf dem Trainingsplatz und im Spiel schon den absoluten Willen habe, den man auch braucht. Vielleicht ist das auch ein bisschen Schwein sein, aber diesen Hunger hatte ich und habe ich immer noch und ich bin froh, wenn ich mich jeden Tag auf dem Platz austoben darf. Aber hast du, der hat ja den Elfmeterpunkt da kaputt gemacht, ne? Das ist ja schon, und hat sich mit den Zuschauern auch noch angelegt. Hast du sowas auch mal gehabt? Also mal Stress mit Zuschauern gehabt, mit Gästefans oder so oder mit gegnerischen Fans? Und hast du auch schon mal was gemacht, was nicht so ganz nett war? Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nur mal erinnern, dass mich in Gladbach, glaube ich, mal 85 Minuten die Fans ausgepfiffen haben. Oh, aber das war eine andere Geschichte. Da kam ein langer Ball durchgespielt. Ich bin rausgelaufen, habe den Ball nicht richtig getroffen. Ich glaube, Patrick Herrmann ist vorbeigegangen, hat ein Tor geschossen. Ich habe ein bisschen simuliert, so als wenn er mich getroffen hätte. Und auf einmal hat der Schiedsrichter abgepfiffen. Ah! Und das haben sie dir übel genommen? Ja, es war abseits. Ja, aber die Fans haben natürlich gedacht, er hat faul gepfiffen. Ja. Und so wurde ich 85 Minuten halt bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Wie ist denn das da? Gerade wenn du bei den gegnerischen Fans dann vor deren Kurve spielst, muss man sich da einiges anhören? Ist das echt heftig manchmal oder war das bei dir gar nicht so? Doch, also man muss sich schon arge Beleidigungen manchmal. Echt? Selbst, ich muss ja sagen, selbst jetzt in der dritten Liga ist das so. Da muss man sich schon ordentlich was anhören. Und kribbelst dann? Ja genau, kribbelst dann? Dass man, ich meine, das hat ja, Rafa hat das ja gemacht, der hat ja irgendwann also den Elfmeter gehalten, hat gesagt, so Leute, jetzt zeige ich euch mal hier, ihr könnt mich ja durchbeleidigen, aber ich halte euch den Elfmeter hier. Also kribbelst dann manchmal selber zu sagen, komm Leute, ihr könnt mich mal und macht mal eine Geste nach hinten oder hat man sich da immer im Griff? Ja, du musst dich ja als Profisportler im Griff haben. Du bist ja einerseits auch Vorbild. Ja. Sicherlich war er in der Hinsicht nicht vorbildlich. Aber ich versuche immer Vorbild zu sein. Ja. Und deshalb, also an mir perlt das eigentlich ab.
Gefällt mir sehr gut übrigens, wie du immer zu Björn Knecht wieder aufschaust. Ja, ich habe schon, ein bisschen Wissen. Nicht, dass du jetzt aber mal auswählst beim nächsten Spiel. So Rückenprobleme, Militz fällt aus wegen Rückenprobleme, dann kann ich nicht gut schlafen. Ja, nee. Ich stelle nicht mehr so viele Fragen. Mach du mal weiter. Genau, kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Ja, wie gehst du denn mit dem Druck um? Also du hast ja auch in der Champions League hast du auch gespielt, 2 Einsätze, hast jetzt eben gesagt, hättest du dir gewünscht, dass es ein bisschen länger gegangen wäre, klar, aber du hast ja Erfahrung gemacht, die von uns hier zumindest keiner niemals irgendwann machen wird. Und gerade international ist ja dann, zumindest in der Verantwortung, noch mehr Druck auf den viel zitierten Kessel. Wie gehst du damit um und jetzt auch in der dritten Liga? Ja, wie geht das? Wie geht das? Natürlich mache ich einerseits die Erfahrung. Die kann einem wirklich keiner mehr nehmen. Von der profitiere ich jetzt extrem, weil ich viele Sachen einfach auch gelassener sehe oder auch weiß, wie man in vielen Situationen einfach auch reagieren kann. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Reden wir über den SV Werder Bremen. Jetzt ist es so, dass Jiří Pavlenka vielleicht, und vielleicht gibst du mir recht, vielleicht auch nicht, nicht der Beste am Ball mit dem Fuß ist, aber ganz sicher ein herausragender Torhüter auf der Linie. Wie bist du eigentlich so mit dem Fuß? Beidfüßig. Bei Transfermarkt steht rechts, aber ich wäre froh, wenn da beidfüßig steht. Ja, vielleicht können wir das an dem Thema korrigieren. Nein, ich denke, ich bin gut. Ich kann mit rechts und links schießen. Das konnte ich schon immer. Das ist wahrscheinlich der guten Ausbildung im Osten, in Cottbus geschuldet, an der Sportschule. Vielleicht profitiere ich davon immer noch. Ja, aber wie gesagt, Jiří Pavlenka, herausragender Torhüter und wie ich es vorhin eingangs schon gesagt habe, wichtig ist, dass man die Bälle hält. Und das macht er, glaube ich, exzellent. Glaubst du, dass dieses Spiel mit dem Fuß ein bisschen überbewertet wird? Oder muss man das als Bundesliga-Torhüter, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen gemein, besser können? Ich finde, wichtig ist, dass du mit links und rechts gleichermaßen schießen kannst. Ja. Das ist und aber wie ich nochmal gesagt habe, wichtig ist, dass man die Bälle hält. Das wird mir so ein bisschen immer im Moment vernachlässigt, weil ich komm auf viel rum und hör viel. Und das Erste, was immer gefragt wird über einen Torhüter, ist er gut mit dem Fuß? Ja. Da fragt keiner mehr, kann am Ball festhalten. Und das ist für mich eigentlich das Elementare für einen Torhüter. Natürlich, das Spiel entwickelt sich immer weiter und man muss sich den Gegebenheiten anpassen. Deshalb ist es wichtig, dass der Torwart mit links und rechts gute Bälle spielen kann, gerade Bälle, genaue Bälle. Und manchmal ist es auch so, dass der Torhüter bessere Flugbälle oder Pässe schlagen kann als ein Spieler. Das wird einfach heutzutage verlangt und dem muss man sich anpassen. Und die ganzen junge Generation, die kriegt das ja auch schon in den jungen Nachwuchsleistungszentren, kriegt das ja eingeimpft. Ist nicht mehr so, dass man 5-2 spielt und der Torhüter ist immer der, den man nicht in der Mannschaft haben will. Nee, das ist nicht mehr so. Nein. Meistens ist es so, dass der Torhüter sogar mit Feld mitspielen kann. Ja. Ich habe früher auch viel, ich kann mich noch an meine ersten Profijahre erinnern, da habe ich auch zusammen im Feld gespielt und habe manchmal mit Diego zusammen auf der 10 gespielt. Oder gegen Clemens Fritz, er war rechter Verteidiger, ich war links außen, also sowas gab es. Das hat Thomas Schaff häufig gemacht, dass der dritte Torwart, der dann übrig war manchmal, der hat damit aufgefüllt, ne, mitgespielt, ne? Ich habe öfter im Feld gespielt als damals im Tor. Wie ist denn noch dein Draht zum SV Werder Bremen? Hast du noch Kontakt zu jemandem aus der aktuellen Mannschaft? Ich war letztens mit meinem Sohn gegen Union Berlin im Stadion und ich habe mich echt gewundert, wie viele Leute man trifft von früher. Ne? Da haben wir uns ja auch getroffen. Das stimmt. Und ja, das ist einfach schön. Und da sieht man einfach, dass diese Werder-Familie, dass das nicht nur ein Wort ist, sondern dass das auch Bestand hat. Und so natürlich zu Philipp Barfrede, Niklas Füllkrug, das sind so meine Leute, mit denen ich früher zusammengespielt habe, mit Philipp seit der U17. Niklas kenne ich aus dem Internat und dann auch zusammen in den Profis gespielt, also da bestehen schon noch Freundschaften. Ja, dann kannst du ja mal Niklas Füllkrug für uns aushorchen, wie das so aussieht, ob er irgendwann wechselt oder nicht. Das wirst du uns jetzt ja sicherlich alles erzählen, da seid ihr ja im engen Austausch dann. Da sind wir immer im sehr engen Austausch, ja. Aber erzählen willst du es nicht? Ja, ich könnte jetzt mit Stand jetzt, bleibt ja beim SV Werder. Ich glaube, Niklas ist einfach ein guter Typ, er ist für Werder extrem wichtig und ich glaube einfach, dass er auch weiß, was er an Werder hat. Aber du kennst ihn ja gut, ne? Ist der denn, jetzt kannst du ja unter uns sagen, ist der jetzt anders geworden? Sitzt der jetzt auch immer, wenn ihr drei da, du mit Philipp und Niklas, da sitzt jetzt auch immer so da und sagt so, ey Leute, hat sich ja auch bei der WM oder so? Oder wie ist der? Hat er sich verändert? Hat sich nicht verändert. Gar keinen Fall. Er ist einfach seiner Linie treu geblieben, so wie er immer ist. Wir waren sogar zusammen im Winterurlaub. Deshalb habe ich schon gemerkt, was das Außenstehende das gemacht hat.
durch die Nationalmannschaft. Also es ist nicht mehr so entspannt, mit ihm irgendwo rumzuziehen, als es vorher der Fall war. Ja, das muss ständig sagen. Angesprochen ist. Das ist schon dramatisch, ja. Ja, aber ihr habt ja auch selbst für Aufregung gesorgt, weil ihr ein unglaubliches Kopfballspiel gezeigt habt. Ne? Das stimmt. Bei Instagram ist das, glaube ich, irgendwo gelaufen. Weiß nicht, bei welchem Account das war, aber ich habe es gesehen. Du, Philipp und Fülle, wie oft habt ihr den hochgehalten? 80 Mal oder so? Das war also ja so auf dem Sofa, vom ja. Kreis, ne? Ja, stimmt, genau, das genau. Haben wir auch gesehen. Ja. Beim Kaltgetränk. Apfelschorle. Ja. Also damit könnt ihr auftreten demnächst, ne? Zirkus Roncalli hat leider noch nicht angefragt. Aber wir würden anfragen. Ja, das also wenn ihr Bock habt, setzt euch hier aufs Sofa und dann könnt ihr hier die Bälle ein bisschen hochhalten. Was meinst du denn, geht für den SV Werder? 30 Punkte jetzt im Sack. Wir werden hier nicht mehr frühzeitig den Klassenerhalt ausrufen. Das machen wir nicht mehr. Da sind wir einmal nicht ganz so gut mitgefahren. Sparen wir uns. Aber lass sie von uns nicht abhalten. Ja, wie viel braucht es denn noch, damit du einen Haken dran machen kannst? Das glaubst du? Ich glaube, die Mannschaft ist demütig genug zu wissen, was schon mal passiert ist. Ich glaube, man war mal in einer ähnlichen Situation. Aber ich denke, die Mannschaft ist so gefestigt und ich glaube auch mit Ole Werner, den richtigen Trainer, der das alles gut einordnen kann. Kennt ihr euch? Kennst du Ole Werner? Nein, persönlich? Leider nicht. Nicht. Ist noch nicht bei dir vorstellig geworden? Nein, noch nicht. Sad. Ja, glaubst du denn, es lohnt auch für den SV Werder oder darf man als Fan des SV Werder Bremen vielleicht auch so ein bisschen nach oben in der Tabelle schauen oder... Ah, ich denke, träumen kann man immer. Mhm. Aber wichtig ist erstmal, die Hausaufgaben zu machen. Wie sehr bist du denn noch Fan? Du hast eben jetzt von der Familie gesprochen, von der Werder-Familie und hast auch schon angedeutet, dass du da immer noch mitgehst. Wenn du nicht gerade selber spielst, ziehst du dir alle Spiele rein, gehst auch mal ins Stadion. Jetzt gegen Union warst du ja da. Wie oft ist das möglich? Wie leidest du mit vor dem Fernseher? Wie emotional bist du dabei? Bin schon noch emotional dabei, natürlich nicht so emotional wie früher, aber natürlich ist Werder neben dem VfB Oldenburg der Verein, den ich am meisten einfach verfolge. Wie ist denn bei VfB Oldenburg? Ihr seid jetzt leider ein bisschen unten reingerutscht. Ihr habt das als Aufsteiger eigentlich ziemlich gut gemacht eine ganze Zeit lang. Ne? Also Tabelle sah auch immer ganz okay aus. Was ist da los jetzt gerade? Was ist da los? Ja, aktuell ist eine kleine Ergebniskrise. Und ja, wir müssen alles versuchen, dass wir die Ergebnisse einfach positiv für uns wieder zurückgewinnen. Das ist schwierig in der dritten Liga, weil einfach jedes Spiel komplett ausgeglichen ist. Man kann nicht von vornherein sagen, wir gewinnen gegen die. Die verlieren gegen die. Das ist jedes Mal muss man über die Schmerzgrenze, über die 100% hinausgehen und damit müssen wir ja Sonntag gegen Duisburg wieder anfangen. Ja, wir können ein bisschen Werbung machen. Ich glaube, spielt zu Hause gegen Duisburg. Genau, ich spiele zu Hause. Warum soll man da ins Stadion kommen? Was ist so toll am VfB? Das ist ja, man muss auch einfach die Fans vom VfB, glaube ich, so ein bisschen hervorheben, die einfach immer, ja, kann man schon sagen, eine echt geile Stimmung ja. Im Marschwegstadion, auch wenn das dort sehr schwierig möglich ist, einfach reinbringen. Und das ist jedes Mal, ja, ist das schon ein schönes Gefühl, im Marschwegstadion aufzulaufen, wenn die Fans einen nach vorne peitschen. Und ihr zeigt dann auf dem Platz die Leidenschaft und es ist so richtig, richtig schön Drittliga-Fight wahrscheinlich. Das ist halt alles, was man braucht. Kampf, kämpfen, beißen, spucken, da ist alles, alles dabei. Ja. So wie hier. So wie hier, genau. Ja, cool. Bist du denn zufrieden mit deiner Saison? Also jetzt wirklich nur auf dich geschaut? Ja, sicherlich gibt es immer wieder Optimierungspunkte, aber ich denke, ich spiele eine konstante Saison. Das ist, glaube ich, wichtig für die Mannschaft. Sie weiß immer, sie hat einen Bezugspunkt, auf den sie sich verlassen kann. Und ich versuche einfach immer meine Leistung, meine Erfahrung, auch außerhalb des Platzes, wir haben auch viele junge Spieler, einfach mit einzubringen, so gut wie es geht, damit wir einfach das gemeinsame Ziel, den Klassenerhalt, schaffen. Jetzt haben wir eben über Druck gesprochen. Ich finde die Frage selber ein bisschen unangenehm, aber ich würde sie trotzdem gerne stellen. Das machst du gerne. Das ist eine geile Einleitung. Weil mich wirklich interessieren würde, ob ein Torwart so Situation, und jetzt nehme ich mal das Beispiel Tim Wiese, Judo-Rolle Juventus Turin, ob ein sowas nie wieder loslässt. Und ich hoffe für dich jetzt, jetzt hole ich echt lange aus, dass du nicht so eine Situation hast. Aber gibt es vielleicht, und vielleicht sogar auf dem Werder-Trikot, diese eine Aktion, von der du heute sagst, das ist echt scheiße gelaufen. Ja, da fällt mir spontan ein, mein letztes Bundesligaspiel für Werder. Das war zu Hause gegen Mainz. Ja, und danach war das Kapitel Werder eigentlich geschlossen. Kannst du mal sagen, was da los gewesen ist? Ich habe es leider nicht auf dem Schirm, ehrlicherweise. Ah, da habe ich ein bisschen, ja, es war, ich glaube, die Ansprache damals war
Miele aufpassen. Mainz spielt viele tiefe Bälle und sei so ein bisschen der Sweeper-Keeper. Das hab ich dann auch wortwörtlich genommen. Bin einmal rausgekommen, auf halbem Weg stehen geblieben und er hat, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wer das war, Nikolai Müller über mich rübergeschossen. Das war, glaube ich, das erste Tor. Dann war das zweite Tor, kam eine Flanke. Na, ich habe gedacht, die geht rüber. Und ist dann gegen die Latte geprallt, zurück ins Feld. Und dann hat derjenige abgestaubt. Das war so die Situation, die mir so in den Sinn kommt. Es war das letzte Spiel für Werder. Mhm. Ich habe dann nicht mehr die Möglichkeit gehabt, ja, dieses Spiel zu revidieren. Aber so ist Fußball. Fehler gehören dazu. Keiner ist eine Maschine. Und absolut. Lass uns das vielleicht auch mit etwas Positivem abschließen. Gibt es denn auch eine Aktion, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du die Parade deiner Karriere rausgeholt hast, aus dem Ärmel gezaubert hast? Aus dem Ärmel? Ich muss ein Spiel hervorheben, glaube ich, das war in Gladbach. Ich weiß gar nicht, Tim war verletzt und wir haben in Gladbach gespielt. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, ob das mein zweites oder drittes Bundesligaspiel war. Und in dem Spiel habe ich wirklich alles gehalten. Geil. Ja. Außer ein Ball, auch letzte Aktion, Marco Reus läuft, glaube ich, keine Ahnung, 20 Meter nach der Mittellinie auf mich alleine drauf zu. Ich halte den Ball, Per kommt noch hinterher, kriegt den Ball gegens Knie und schießt ins eigene Tor. Das war so, ja, hat, glaube ich, nachher die Bild-Zeitung auch getitelt, Mielitz die Krake oder so. Ja, ah, guck mal, da gab es die Krake nämlich schon. Da gab es die Krake schon. Also ja. Bist du eigentlich... Der Erfinder der Werder-Krake, lange bevor es Jiří Pavlenka überhaupt beim SV Werder Bremen gab. Kann gut sein. Ich glaube, ich habe den Artikel auch noch zu Hause. Ja. Geil. Ja. Enthüllt bei Eingedeicht. Das ist die Krake. Genau. Sebastian Mielitz. Sehr, sehr geil. Miele, ich glaube, wir sind hier schon durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du da bist. Ich habe mich auch gefreut. Danke für die Einladung. Sehr, sehr cool. Bleib bitte gesund. Viel Erfolg. Aber lass uns einen Tipp, wenn er schon da ist. Ja, klar. Ein Tipp hier, Augsburg. Ja. Werder in Augsburg. Wie geht denn das aus? Werder in Augsburg 0-2. Gut, für den SV Werder dann natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja, danke schön. Selbstverständlich. Cool. Und auch gut, hast du gemerkt, ein Torwart wird den eigenen Torwart, also von der eigenen Mannschaft, der kriegt dann keinen rein. Das ist logisch, ne? Definitiv. Ja. Gab es auch früher auch immer Ärger, wenn die Werder-Spieler getippt haben und ich weiß das von Tim Wiese noch, wenn dann irgendwie bei uns stand 2-1, wo ich ein Gegentor, was hat der Werder getippt? Ja, dann war sauer. Ja, und sind wir mal gespannt, ob am Ende des Spiels noch 22 Mann auf dem Feld stehen. Wir würden es uns wünschen. Ein bisschen Feuer darf ja gerne drin sein. Miele, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Bleib gesund, viel Erfolg mit dem VfB Oldenburg. Dankeschön. Alles Gute für die Zukunft. Prima, Dankeschön. Danke. Ja. Sebastian Mielitz, so ein lieber Kerl, wirklich. Ja, und vor allen Dingen total interessant, was er erzählt hat. Absolut. Also ich am meisten habe ich beeindruckt, dass er mit Diego zusammen den Spielmacher gegeben hat. Ich finde viel geiler, cool. dass er die Krake ist. Und der Krake. Ja, sagt man das so? Aber mit der Sprache heißt es ja nicht so. Genau, und wie er zu dir aufgeschaut hat. Toll. Für alle, die das nur hören und sehen. Super Typ. Björn Knips saß ein bisschen erhöht und Miele musste immer zu Björn Knips aufschauen. Sei es drum. Die Bilder übrigens von mir und Miele in der Sauna gibt es dann demnächst bei unserem eingedeicht OnlyFans-Account. Vielleicht auch nicht. So, eigentlich jetzt User-Fragen-Loser. Schieben wir aber noch ein bisschen. Was? Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, Björn. Zum einen, erinnert euch, Ivan Klasnic war uns zugeschaltet und ich habe mich mit ihm getroffen, um dieses Trikot mit dem Vlog von Neuzugang Maximilian Philipp vom Killer unterschreiben zu lassen. Zeigen wir kurz. It's your turn. It's your turn, Neuzugang Maximilian Philipp. Der Killer hat Wort gehalten und wir werden das übrigens auch tun, wenn wir demnächst dann... Machst du mit dem Trikot? Ich pack das hier wieder... Ja, aber das kannst du doch nicht wie so ein... Wagen, Mann. So, wir können es ja auch noch liegen lassen. Ja, knüllst doch noch mehr. Ist doch egal. Wort halten, so wollte ich sagen. Müssen wir dann hoffentlich demnächst auch, wenn wir das Auto vom Killer waschen, ne? Du erinnerst dich. Sicherlich. Ja. Kleine Wette. Deswegen hast du schon mit dem Killer. Mit dem Killer wetten, keine gute Idee. Wieso? So, alles im grünen Bereich. So, wir lösen jetzt bitte auf, wer dieses Trikot von uns geschenkt bekommt. Yep.
Man musste dazu unter dem letzten YouTube-Video kommentieren und dem Eingedeicht-Account bei Instagram folgen. Das habt ihr sicherlich alle gemacht. Cool. Vielen Dank. Und ich hoffe, du bist diesmal besser vorbereitet. Ich rufe mal das letzte, das noch aktuelle, wenn das hier gesendet wird, nicht mehr aktuelle. Ihr wisst, was ich meine. Video auf und scroll so ein bisschen rum. Und du, lieber Björn, bis dann. Das wollte ich erzählen. Boah, was sind das für lange Schachtelsätze. Hoffentlich besser vorbereitet. Und machst einen guten Björn-Schnips. Noch sind wir überhaupt nicht so weit. Bitte, Björn-Schnips. There you go. Dieses Trikot geht an Eingedeicht-User, Big Fan, habe ich gehört, vielleicht. Pansin unterstrich 6697 mit dem Kommentar. Ach, das ist schön. Strömer hat so herrlich einen an der Klatsche. Wie kommt man auf so einen Zusammenschnitt zum Thema Dinge? Ja, ist passiert. Lieber Pansin, herzlichen Glückwunsch. Du bekommst dieses Trikot zugeschickt. Bitte eine E-Mail an redaktion@deichstube.de. Zwecksadresse dies, das. Und dann geht das an dich raus. Einmal Jubel einspielen bitte. Pansin. Geil, Mann. Viel Spaß damit. So, das ist das eine, bevor wir zu User-Fragen-User kommen. Denn auch diesmal haben wir eine Verschenkung im Programm. Und was ist das Wort sich, ja, weil ich doch immer nicht Verlosung sagen will. Dann sitzt die irgendwann, sitzen die Leute im Nacken, wie hier Verlosung und sonst was. War der Notar da? Habt ihr das alles ordnungsgemäß gemacht? Natürlich machen wir das alles ordnungsgemäß. Rechtsweg ausgeschlossen. Das spare ich mir, glaube ich zumindest, in meiner kleinen Welt, indem ich einfach sage, das ist eine Verschenkung. Hast du dich denn da juristisch beraten lassen bei der ganzen Nummer? Ich habe das gegoogelt. Sehr gut. Damit stimmt. Und damit sind wir nämlich fein raus und deswegen ist das Ganze eine Verschenkung. Folgendes, lieber Björn, hat sich zugetragen. Und zwar haben wir Post bekommen. Wirklich so richtige Post. Jetzt bin ich gespannt. Keine E-Mail. Wie, was? Ja, ich ahne was. Wieso ahnst du das? Soll ich deine Post gerne mal aufmachen vorher? Ja, okay. Ja, tatsächlich macht Björn Knips hier regelmäßig die Briefe der Mitarbeiter auf. Ja, klar. Jetzt ist es endlich raus. Und zwar der Eingedeicht-User Fuchser hat in einem nicht namentlich genannten Online-Shop einen Hoodie mit dem Werder Bremen-Logo bestellt. Werder-Hoodie. So, von Umbro. Das ist der Ausrüster vom SV Werder Bremen. Richtig. Noch. Bestell diesen Pullover. Vermeintlich hat er einen Schnapper gemacht, hat er mir gesagt. War ein bisschen reduziert. Das Paket kommt an, eröffnet ist und raus kommt dabei mit einem Holterdiepolter. Tada! Dieser Pullover. Ja, schön grün, ne? Grün. Genau. Grün, aber jetzt wird's. Ich bin ja ein bisschen farbenblind. Für alle, die das nur hören und nicht sehen, da ist einfach das Emblem des FC Schalke 04 drauf. Ansonsten passt alles. Umbro-Logo, der Pullover ist der aus der Werder-Reihe, ganz offensichtlich. Ja, ja. Und hier ist sogar das Schild im Etikett, ist auch die Werder-Raute drauf. Ganz bestimmt eine Fehlproduktion. Der Fuchser war fuchsig und außer sich. Ja, und hat signalisiert, dass es ihm am liebsten wäre, wenn Frank Baumann persönlich vorbeikommt, um jetzt den Rasen zu mähen für die Wiedergutmachung. War ein bisschen angepisst, aber hat sich gleich gedacht, hey, vielleicht könnt ihr, in dem Fall wir, damit etwas anfangen. Aber wer will das haben? Dazu kommen wir jetzt natürlich, weil ich habe mir ja etwas ausgedacht. Ah, ich befürchte Schlimmes. Normalerweise ist es ja so, dass ihr hier Sachen geschenkt bekommt, wenn ihr unter dem YouTube-Video kommentiert. Ist ja ein leichtes. Jetzt gehe ich auch mal davon aus, vielleicht ist die Resonanz nicht so gut bei diesem Pullover. Aber irgendwo muss er hin. Deswegen verschenken wir den Pullover unter allen Eingedeicht-Usern, die nicht kommentieren. Deswegen kommentiert lieber, sonst finden wir euch und ihr kriegt diesen Pullover. Selten. Das ist super. Das ist eine geile Idee. Das ist eine, ne? Ja. Das war übrigens der eingespielte Lacher von Felix Magath auf die Frage, ob der FC Bayern benachteiligt würde. Ja, wird er natürlich nicht, weiß auch Felix Magath. Also, macht mit, indem ihr kommentiert und dann hoffentlich nicht diesen Schalke 04-Pullover bekommt. Oder aber, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Schalke-Sympathisanten, der sich denkt, will ich gerne haben.
Lass uns noch ein bisschen anders machen. Nee. Ihr könnt ihn auch bekommen, wenn ihr kommentiert. Dann lasst es uns einfach wissen. Kommentiert wieder mit irgendwie irgendwas. Gerne was Nettes. Und ach komm, wir machen es ein bisschen anders. Jetzt bringst du alles durcheinander. Ich bring alles durcheinander. Das ist eine völlig wilde Verschenkung in diesem Fall. Ach, ich nehme auch mal einen Schluck. Mann, vielleicht hilft das. Zerstreuung. Zerstreuung. Anderer Vorschlag. Kommentiert. Und wenn ihr ausgewählt werdet, wenn ihr der Auserwählte seid, dann könnt ihr mit uns diesen dann geschenkt bekommenen Pullover tauschen gegen ein Werder-Trikot eurer Wahl. Hä? Jetzt warum denn nicht? Du haust hier die Trikots raus. Ich hau hier mal die Trikots aber raus. Du wolltest, ne? Das ist ganz nicht abgesprochen, weiß mein Chef gar nicht. Nee, aber du wolltest so, dass ganz viele unten drunter kommentieren. Das ist doch jetzt schon wieder hinüber. Warum denn? Idealerweise kommentieren schon mal die den auf keinen Fall haben wollen. Den Pullover, den Schalke-Pullover. Ja. Die kommentieren jetzt schon mal, weil wir ja sonst die finden, die nicht kommentiert haben und die kriegen dann den Pullover. Ja. So, und jetzt darüber hinaus kommentieren auch noch die Leute, die den haben wollen, um ihn dann mit uns einzutauschen gegen Werder-Trikot. Das ist genial. Und wie willst du die unterscheiden? Also, dass ich nicht die wirklich finde, die nicht kommentiert haben, ist dir schon klar, oder? Nee, super Geschichte, macht alle mit. Ja, macht alle mit, ja. Kommentiert mit dem... Auch wenn ihr nicht wisst, was ihr machen müsst, macht einfach was. Hast du einen Hashtag parat? Ja, Walke. 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 Walke, toll. Walke. Mit Walke, mit Hashtag Walke kommentieren, dann seid ihr dabei. Und wenn ihr nicht kommentiert, ja, wie gesagt, vielleicht seid ihr dann jemand, der demnächst mit diesem Pullover rumrennen muss oder ihn einfach im Müll entsorgt. Anyway, im Idealfall mit uns tauschen, habe ich jetzt ja viermal gesagt. Kommt wieder weg. So, und jetzt machen wir tatsächlich User-Fragen-User, oder? Bitte. Ja, bitte. Feuerfrei. Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist. User-Fragen-Loser. Wir starten mit Svensson Ström. Wie viele Punkte noch zum sicheren Klassenerhalt? Die hast du nicht aus dem Ärmel geschüttelt, die Frage. Die hast du ja jetzt zurechtgelegt. Ja, wie viele Punkte wer da noch braucht zum sicheren Klassenerhalt? Wen sollte ich denn fragen, wenn ich dich? Ja, das stimmt. Ja. Nö, mit 30 Punkten bist du eigentlich. Ist das live? Ey, schneid das raus. Möchtest du nichts zu sagen? Dann mach ich. Ich bin jetzt wieder auf natürlich. 40 Punkte. Man braucht immer 40 Punkte. Ich glaube... Und ich kann glauben kann ich erstmal, was ich will, weil ich mache ja keine Ansage im eigentlichen Sinne. Ich glaube, dass noch ein Sieg fehlt. Mit 33 Punkten hast du gute Chancen, dass es reichen könnte. Da sollte sich natürlich niemand drauf verlassen. Und der SV Werder Bremen wird es natürlich auch nicht tun. Nein. Aber ich glaube, mit 33 Punkten könnte schon was gehen. Weiter geht's. Tobias. Platz 7 reicht höchstwahrscheinlich für ein Playoff-Ticket in Sachen Conference League. Vorausgesetzt die Mannschaften, die dann über Werder stehen werden. Pokalsieger, genau. Somit nun Dreierlachs en masse liefern oder lieber sein lassen? Hä? Da muss ich erstmal drüber nachdenken, über die Fragestellung. Vielleicht ist es besser, wenn Werder wegen der möglichen Doppelbelastung nicht international spielen wird und deswegen jetzt lieber verlieren. Ja, keine Dreierlachse mehr. Nee, das internationale Geschäft kommt noch zu früh. Vielleicht kommt es auch nie. Also, ja. Nee, das, also einzig für, um das ernsthaft zu beantworten, ich weiß ja, was er meint. Und wir kennen das Problem, es ist ja einigen Vereinen sogar. In Köln kämpft ja dieses Jahr auch so ein bisschen mit dieser Doppelbelastung. Aber dann kannst du ja aufhören, Sport zu machen. Ne? Wenn du nicht die Erfolge nicht haben willst, weil du Angst vom nächsten Jahr hast. Nein. Ist so, Tobias, gönn dir ein drittes. Aber darüber sollten wir nicht weiterreden. Dumme Weber. Oh, das finde ich sehr interessant. Sollte Werder mehr auf die Förderung junger Talente setzen? Dingschi und Buchanan kommen ja leider etwas zu kurz zurzeit. Dazu passt die Frage von Pascal Buntrock. Wir führen erwachsen nach 59 Minuten 3:0, jetzt gegen Bochum. Wieso setzt Ole da nicht auf unsere Youngster wie Chiarodia, Becker und so weiter? Wie sollen sie Matchpraxis bekommen, wenn nicht in solchen Spielen? Wieso sollten sich so junge Spieler dann weiterhin für uns Werder entscheiden? Ich finde, das wirklich eine gute Frage. Die ist in der Tat gut. Ja. Lässt sich aber, glaube ich, leicht beantworten. Ja, bitte, ich bin sehr gespannt. Wenn du in dem Moment als Trainer der Überzeugung bist, ich will nichts riskieren, ich will das Ding durchziehen. Beim Stand von 3:0 nochmal. Auch beim Stand von 3:0. Du weißt, wie schnell das gehen kann. Kriegst du 3:1, 3:2, zack, fängt alles an zu wackeln und dann sagt dir hinter jeder, ah ja, könnt ihr euch noch an den 22. Spieltag erinnern, als Ole Werner glaubt in der 56. Minute, der Klassenerhalt sei sicher und er wechselt mal drei Nachwuchsspieler ein. Damals, da ist es gekippt und deswegen sind wir abgestiegen. Also,
zieht er das durch. Deswegen hat er das so gemacht. Also ich habe ihn nicht gefragt, aber ich glaube, das wird seine Intention gewesen sein. Und er bringt die dann nur, ist gut, wenn man hier in die Redaktion gucken kann, der Kollege nickt. Ne? Mhm. Er bringt sie dann nur, wenn er wirklich die Überzeugung hat, jetzt müssen die da rein, weil jetzt helfen, jetzt brauche ich sie wirklich, jetzt, und jetzt kann ich sie auch gebrauchen. Aber das war offensichtlich nicht das richtige Signal. Und deswegen hat er sie noch ein bisschen warten lassen. Das ist übrigens da hinten Malte Burger. Ne? Ja. Sonst ja immer nur Bier, heute Malte. Burger. Ja. Ziemlich gut. Ich glaube, er ist mehr Wortwitz mit seinem Namen, ist er gewohnt. Ja, den ja, schlechten kannte er noch nicht. Finde alle gut. Die Fragen zielen viel darauf ab. Und deswegen will ich da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil im Grunde genommen glaube ich dir ja, was du sagst, aber das scheint die Leute, die Werder-Fans ja wirklich zu beschäftigen. Du weißt doch gar nicht, ob die jetzt, vielleicht sind die zufrieden. Ulf G13, eine kurze Einschätzung zu den späten Wechseln gegen Bochum, warum nicht eher auf die Zukunft setzen, Flo Menke, warum wechselt Werder so spät? Ja, das ist total berechtigt. Wo Jorge, wo George? Anyway, wird Lee Buchanan diese Saison noch einmal von Anfang an spielen und warum nicht? Ja, wenn, also alles eine ähnliche Frage. Ja. Aber das ist, Ole Werner ist schon zu spüren, aber das ist seit dem ersten Tag, in dem er da ist. Er vertraut einer gewissen Anzahl von Spielern. Das sind meistens häufiger die älteren Spieler, die erfahrenen Spieler. Das war in der zweiten Liga auch schon ganz genauso. Wo er weiß, das kriege ich von denen und er geht da kein zu großes Risiko. Ich meine, wir sind in der, das kann man jetzt kritisieren. Aber sein Job und seine Aufgabe ist es vor allen Dingen, diese Mannschaft und diesen Club dieses Jahr in der Liga zu halten. Und das wird er. Ja, aber trotzdem kannst du doch mal. Trotzdem kannst du doch mal vor der 90. Minute wechseln. Ja, da wechselt er in der 85. Bringt so, auch nicht viel. Meinst du, dass ernsthaft vielleicht auch dieses Prämienthema eine Rolle spielt? Dass auch ein Trainer weiß, der Verein hat nicht viel Geld, ist eine ernst genommene Frage. Nein. Und wir wissen, ich glaube, ab der 70. Minute kriegst du noch eine Siegprämie, wenn du vor der 70. Minute eingewechselt wirst, dass man das womöglich ernsthaft im Hinterkopf hat. Nein. Boro hat das hier mal so als Scherz angedeutet, öffnet ja wirklich was dran. Nein. So. Nein, also wenn sich ein Trainer jetzt noch Gedanken darüber machen muss, sich der Verein diesen Sieg, den er gerade hat, leisten kann, dann hörst du am besten ganz auf. Nein, das ist Quatsch, das ist Unsinn. Okay. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, jetzt kommt's, dass du dir als Trainer vielleicht mal überlegst, dem gönne ich das jetzt nicht, den wechsle ich 3 Minuten später ein, weil den mag ich im Moment nicht und dem will ich die 10.000 nicht gönnen. Nein, genau. Glaube ich auch nicht. Neulich schon seine neue Uhr gesehen, hat mir nicht gefallen, meine Uhr ist kleiner. So, genau, das ist für mich der Einzige. Nein, glaube ich auch nicht. Sehr Quatsch. Vielleicht ist so gewesen, vielleicht auch nicht. Jens Kiri. Auch eine gute Frage. Was ist mit Philipp los? Auf der Bank sah er unzufrieden aus. Interpretation. Bei der Einwechslung nicht viel besser, natürlich auch verständlich. Aber warum bekommt er bei so einem Spielverlauf nicht mehr Zeit, um herangeführt zu werden? Sah aus, als wäre er für etwas abgestraft worden. Boah, da hast du jetzt aber viel reininterpretiert, finde ich. Aber die Frage ist ja doch berechtigt. Der kam, glaube ich, in der 90. Minute gegen Bochum. Fand ich auch sehr spät. Das fand sehr ich, spät. Da bin ich dabei. Er ist ja nun auch ein bisschen erfahrenerer Spieler. Ja. Den in der 90. zu bringen, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Vielleicht eben ein positives Zeichen zu geben, aber war das wirklich ein positives Zeichen? Ich fand es auch komisch. Es war ja auch, der Trainer hat ja auch gesagt, einen schlechten Start bei uns gehabt. Auch keine optimale Aussage, wobei wir ja Ole Werner mittlerweile kennen, der macht das ja nicht, um irgendjemanden nach draußen bloßzustellen. Das ist halt kein optimaler Start gewesen. Der macht sich dann halt nicht, vielleicht nicht ganz so viele Gedanken über die mögliche Wirkung und Interpretation dieser Aussage. Faktenorientiert. So ja, und es ist auch nicht schlimm, wenn man weiß, wie er es meint, ist es auch nicht tragisch, aber jetzt liest du wahrscheinlich auch nicht gerne, ich hatte einen schlechten Start hier, wobei es letztendlich so ist, aber, und da bin ich wieder beim User, Maximilian Film macht bei seinen Einwechslungen auch keinen glücklichen Eindruck, sowohl sportlich und jetzt auch, sah auch nicht wirklich aus, wenn er noch da Bäume ausreißen wollte, was man auch verstehen kann, aber wir wollen ihm jetzt auch kein Unrecht tun. Nee, überhaupt nicht. Ist eine blöde Situation, gleich mit der Knöchelverletzung, so willst du natürlich nicht starten. Ich bleibe trotzdem dabei. Ja, den hast du aber auch ja auch nicht geholt, damit er in der 90. kommt. Da muss ja, da wird ja noch was zu erwarten. Ja, aber an dem Tag war es halt so, dass Duxch gut funktioniert hat. Also er hat ein Tor gemacht. Willst du ihn nicht auch schon wieder nach 70 Minuten runternehmen? Ein Füllkrug darfst du nach 70 Minuten nicht runternehmen, weil er dich wahrscheinlich dann umbringt in der Kabine, weil der giert natürlich noch nach Toren. Also gehe ich fest von aus. Also das würde ich mal sehen. 70. Minute Füllkrug auswechseln beim Stand von 3-0. Ich glaube, der flippt komplett aus. Ich habe dich unterbrochen. Ich bleibe dabei, hast du gesagt. Wobei bleibst du denn? Dass der noch. Ach gut, du hörst mir zu. Ich passe auf. Das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, dass Timo Strömer mir zuhört. Ja. Erste Nachfrage. Ja. Ich bleib dabei, der wird noch wichtig. Okay.
Emsiger Selke. Frank Baumann hat zuletzt angedeutet, dass es Investitionen in den Etat und Kader geben wird. Gibt es da einen Grund zur Hoffnung auf tolle Transfers und vielleicht doch bald die Weltherrschaft? Die Weltherrschaft. In Form von Europa League, Conference League in der Zukunft. Ich will die Frage, Emsiger Selke, Selke, Emsig, ein bisschen umdeuten. Frank Baumann hat in der Tat gesagt, das Gesicht der Mannschaft wird sich verändern und es wird Investitionen in den Kader geben. Warum tut er das? Warum sagt er das? Weil da, glaube ich, die Überzeugung ist, dass im Sommer wirklich ein bisschen was passieren muss, damit du da mal wieder ein bisschen neuen Schwung reinbringst, sagt man immer so gerne, so neue Reizpunkte setzt. Und ich glaube, er arbeitet schon mal darauf hin, dass wir uns alle darauf einstellen können, dass auch der ein oder andere Spieler den Verein im Sommer verlassen werden könnte. Weil ich im Konjunktiv noch richtig? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Aber wir können eigentlich auch einen Haken machen, weil es werden Spieler im Sommer gehen und es werden nicht diese Spieler sein, die 17, 18, 19, 20 sind, sondern... Das wäre jetzt nicht meine Ergänzungsfrage gewesen. Es geht nur eins. Wenn Werder neue Spieler holen will, die den Kader wirklich grundsätzlich ein bisschen verändern, klar, kriegst du mit ablösefreien Spielern auch hin, hat geklappt jetzt mal, aber es klappt auch nicht immer. Aber auch dafür brauchst du Geld, weil die werden im Zweifel, wenn sie dich wirklich weiterbringen, dann zumindest ein ordentliches Gehalt verdienen. Mhm. Dann musst du ja woanders wieder Gehalt einsparen. Also, kurz gesagt, es wird im Sommer ein bis zwei Stars werden da gehen. Und Frank Baumann sagt das dann, um die Fans schon so ein bisschen darauf vorzubereiten, damit er dann irgendwann sagen kann, ich habe das schon angekündigt. Ja, so ist Frank Baumann ja nicht. Aber ich glaube, er sagt, das ist einfach die Überzeugung, dass im Sommer was auch mit dem Kader passieren muss. Ich glaube, du kannst auch nicht jahrelang immer mit demselben Kader spielen. Du musst halt wieder auch für den neues Leben da reinkommt. Ne? Also, und ich glaube, er weiß halt auch, dass im Sommer was passieren wird. So, da sind wir dann natürlich ganz schnell bei Niklas Füllkrug. Tolles T-Shirt da in der ist riesen eingedeicht. Ob der das selber auch tragen wird? Gehört, ja, ich habe gehört, der trägt das. Hättest du Miele vorhin fragen können. Trifft den regelmäßig. Ich hätte ihn einfach eins mitgeben sollen. Naja, egal. Natürlich sind wir dann bei der Frage, wer könnte denn dann den SV Werder Bremen verlassen? Und dazu passt die Frage von Backs-Supporter. Cheers. Viele sprechen über einen möglichen Wechsel von Fülle. Wie wahrscheinlich ist ein Wechsel von Weiser nach Ende der Corona-Beschränkung? Das war ja auch immer Thema. Und könnte man diesen überhaupt intern ansatzweise kompensieren? Also, nenn mal einen Namen. Füllkrug, natürlich immer ein Wechselkandidat jetzt, gerade wenn er so weiter ballert, wie er es aktuell tut. Aber ich finde den Aspekt mit Weiser auch gar nicht so doof, weil den hast du nämlich auch für Lau bekommen. Spielt super, spielt eine super Saison. Da wird ganz bestimmt der eine oder andere nach der Saison Verein mal fragen, wie sieht es denn aus? Also es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Es wäre ein Grundskandal, wenn die anderen Vereine da nicht mal hinschauen würden. Ja. Bei Mitchell Weiser ist aber ein Unterschied zu Niklas Füllkrug. Mitchell Weiser wird sich das sehr wohl überlegen, ob er so einen Wechsel nochmal anstrebt. Wieder zu einer Top-Mannschaft dann. Also wenn, wirst du ja irgendwo hinwechseln, wo die Konkurrenz wieder größer ist. Und ich glaube, er hat keinen Bock, nochmal so ein Leverkusen zu erleben. Das war schon ein ziemliches Desaster für ihn. Da wird er sich zweimal überlegen, was da kommt. Aber wenn da ein Verein kommt und der Trainer ihm erzählt, wie toll und wichtig er sein kann. Und letztendlich geht es auch immer um Money. Ein bisschen natürlich auch, natürlich geht es um Geld. Ja, also das wird gefährlich mit dem, definitiv. Ja, also das glaube ich auch. Und gut, Bittencourt macht das ja im Moment ganz gut. Als Weiser-Ersatz, zweimal. Also vielleicht ist das dann eine neue Position. Um das jetzt... warum lacht er jetzt? Um zu sagen, dass wir das auffangen können. Da muss man sich immer sowieso erstmal später Gedanken machen. Eins ist klar, bevor wer da überhaupt irgendwas tun kann, müssen erstmal Spieler weg. So, was ist denn jetzt mit Lücke? Ja, Sommer wird der Wechselmonat. Ist so, ne? Also, da können wir die Uhr nachstellen. Also wenn er jetzt wirklich, wenn wir demnächst dann wirklich das Auto von Ivan Klasnitsch waschen und diese, was hat er gesagt, 20 Tore plus? 20 Tore plus, hat er gesagt. Eingetütet sind, dann wird der SV Werder Bremen ihn nicht halten können und vermutlich auch nicht halten wollen. Korrekt? Das kommt natürlich darauf an, was so geboten wird. Ne? Ja. Also wenn da natürlich nichts kommt, also nichts, was zweistellig wird, dann... Also ein zweistelliges Minimum, also muss ja wohl. Also, ja, aber also ich bitte dich. Überschätzt man nicht diesen Markt. Ne? Also wart's erstmal ab
Ich meine, wenn der jetzt so weiter trifft und wirklich wir das Auto waschen müssen und er Torschützenkönig wird, dann ist natürlich muss es zweistellig sein. Ja, Björn, unter 15 Millionen, unter 15 Millionen. Du bist aber Frank Baumann gar nicht ran, der ghostet die Berater dann. Ist so. The person you have called is unavailable right now. Please try again later. Gut, wenn man überlegt, wie er Rashica und Eggestein dann noch im Winter, vor allem Sargent da in dem Corona-Sommer verkloppt hat, lange gewartet. Aber diesmal kann er auch nicht so lange warten, wenn er auch rechtzeitig was machen muss. Ne? Aber gut, hat man damals auch gedacht. Ja, ich glaube, wie wer das macht, machen sie es falsch, weil hältst du Niklas Füllkrug und er verletzt dich, sagen alle und im Zweifel auch wir, das war doch klar, dass der sich irgendwann wieder verletzt war und hast ihn nicht verkauft, als du die Chance hattest. Oder aber verkaufst ihn für teuer Geld oder für nicht so teuer Geld und die Leute sagen auch, wie kannst du Niklas Füllkrug verkaufen? Ich finde schon, dass das eine schwierige Situation für den SV Werder ist. Doch, finde ich schon. Ja, ich finde viel schwieriger, dein Gedanke an diese Verletzung, lass das doch mal weg. Das ist doch Unsinn. Immer in diese, der könnte sich wieder verletzen. Ich meine, du kannst morgen über die Straße gehen, knickst um, ist auch doof. Also so kann man doch nicht denken. So lebst du doch hoffentlich auch nicht. Ja, aber mit der Verletzungsvorgeschichte kann man da doch mal drüber nachdenken. Mir ist doch viel, ich mache mir doch ganz andere Gedanken. Und das wird sich Werder auch machen. Der geht. So, wer soll den ersetzen? Das ist im Moment, und da bin ich bei dir übrigens, ich habe auch mal zugehört. Oh, toll. Er ist das Gesicht des SV Werder Bremen. Das ist, wenn du in Deutschland irgendjemanden fragst, geh mal nach Augsburg oder so. Also wen werden die kennen von Werder Bremen? Füllkrug, der ist so eine Marke geworden. Der ist in der Nationalmannschaft. Haben die dir ja auch gesagt, ne? Also kannst mit dem nicht mehr durch die Gegend laufen. Genau. Ja. Der ist der beliebteste Nationalspieler im Moment. Da bin ich, der hat die meisten Trikots verkauft. So, den hast du in deiner Mannschaft. Und dann geht der weg. Boah, dann verlierst du sportlich extrem was. Menschlich verlierst du extrem was. Weil er auch für die Mannschaft wichtig ist. Haben wir jetzt ja wieder erlebt. Macht mal eben nach einem Spiel in Frankfurt. Gibt mal eine schöne Ansage da. Aber auch nicht drüber. Passt genau. Also, und dann ist außerdem, der ist weg. Den musst du erstmal ersetzen an vielen Freunden. Ja, hier, komm. Wir machen den Abschluss. Ole Werner hat noch eine Frage. Wollt ihr noch was zum Gegner wissen eigentlich? Ja, tatsächlich von Danny Reich. Im Hinspiel wollten Bremer Fans zu Giekewitz, ich kann ihn immer noch nicht aussprechen, haben wir ja schon thematisiert. Meint ihr, wir haben noch eine Rechnung mit Augsburg offen? Ja, ganz bestimmt. Haben wir ja schon 3-4 Mal gesagt. Ganz bestimmt. Mit Giekewitz und eben mit dem FC Augsburg. Da ist noch eine Rechnung offen und die will beglichen werden. Ist ja klar. So, hau mal einen Tipp raus. Wie geht's denn aus, Björn? Das Ding gewinnt Werder. Ich bin mir sicher. Das Ding gewinnt die 3-1. Ey, hätte ich jetzt auch gesagt 3-1. Ich hab irgendwie, weiß ich nicht. Gehen wir beide auf ein 3-1. Ja. Cool. Dann haben wir das nämlich auch eingetütet. Und dann war's hier, Björn, eigentlich so wie immer, ne? Jetzt war's doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt's hier nicht. Bleibt mir nur noch zu sagen. Nichts ist wichtiger als Werder Bremen. Und lasst die fetten 5-Sterne-Bewertung da. Spotify, Deezer, Podcatcher, wir sind bei Instagram, Apple Podcasts, ach Twitter, ihr kennt den ganzen Bums. 5-Sterne-Bewertung only, alles andere wird gelöscht. Da sind wir rigoros. Bleibt uns gewogen. Björn, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Hat Spaß gemacht hier. Ja. Mit dir. Ja. Miele fand ich besser als dich, aber war cool. Ja, das ist auch in Ordnung so. Miele ist einfach auch besser als ich. Ja, genau. Lass mir so stehen. Nächste Folge. Ach, sad, sad, sad. Aber Miele, lass uns nochmal alle Daumen drücken für den VfB Oldenburg. Für das Vater verdient. Das machen wir. Das macht ihr da draußen natürlich auch. Genau. Nächste Folge wollte ich sagen, bevor der Kollege Knips mich mal wieder unterbrochen hat. Erst in 3 Wochen. Ich gehe jetzt nämlich erstmal eine Runde in Urlaub Skifahren. In Frankfurt. Oder auch woanders. Lieber Einbrecher, ihr müsst nicht versuchen, bei mir irgendwie da irgendwie reinzukommen. Ist Alarm gesichert und vielleicht bin ich auch doch da. Vielleicht habe ich es hier einfach nur so erzählt. Also lass das. Ist dir gerade noch eingefallen, ne? Das sagen. Ja, schätzen, ne? Ich mir gedacht, Mann, habe ich irgendwo mal gelesen, man sollte im Internet nicht sagen, wann man nicht zu Hause ist. Statusmeldung immer schön aus dem Urlaub. Genau, deswegen nochmal Disclaimer. Ich bin doch nicht im Urlaub. Er kriegt auch gar keinen Urlaub. Ja, so, richtig. Ist so. Das Ding durch. Haben wir das wir sehen uns nächste Woche wieder. In 3 Wochen, also nächste Folge eingedeicht. Wir sagen Tschüss, macht Ole Werner auch. Tschüss. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.